Guten Abend. Mit der Corona-Pandemie fühlt es sich momentan ein bisschen an, als würde man im Meer schwimmen. Man taucht gerade noch aus der einen Welle auf, da kommt schon die nächste angerollt. Für die erwartete Herbstwelle braucht es ein neues Infektionsschutzgesetz, weil das aktuelle Ende September ausläuft. Lange hat die Ampel über die neuen Regeln diskutiert und heute die neuen Maßnahmen vorgelegt. Fest steht, ja, es wird ab Oktober weiterhin eine bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr und in Kliniken geben. Aber einen einheitlichen Infektionsschutz soll es auch künftig nicht geben. Die Länder dürfen schärfere Regeln erlassen, Lockdowns sind aber tabu. Der berühmte Flickenteppich, er ist wieder da. Bundesjustizminister Buschmann, mit dem ich gleich sprechen werde, und Bundesgesundheitsminister Lauterbach geben sich zufrieden mit dem Plan, zumindest öffentlich. Gabor Hallas. Wer verstehen will, wie es um die Pandemie steht, sollte in die Krankenhäuser schauen. Auf der Intensivstation hier im nordrhein-westfälischen Eschweiler ist wenig los. Anders sieht es auf der Normalstation aus. Und Chefarzt Uwe Janssens macht sich Sorgen. Wie lange halten die Pflegekräfte noch durch? Meine Sorge ist, dass da irgendwann mal die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Pflegekräfte zusammenbricht. Ich bin ganz ehrlich, ich wundere mich darüber, dass die so tough sind, so durchhalten und wirklich nicht weggehen. Noch ist Sommer, der macht es einfach, die Pandemie zu vergessen. Wer will jetzt schon an Herbst oder Winter denken? Ganz sicher er, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Während andere die Sonne genießen, warnt er, der Herbst werde sehr schwierig mit der momentan sehr ansteckenden Variante. Wir wissen, dass wir gute Impfstoffe haben werden gegen diese Variante. Wir wissen, dass wir gute Medikamente haben. Wir wissen aber auch, dass wir ohne Masken es nicht schaffen werden. Daher sollen von Oktober bis Ostern bundesweit gelten eine Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr, Masken- und Testnachweispflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Bundesländer können draufsatteln, möglich auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, Testungen an Schulen, medizinische Masken an Schulen. Aber es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel in Kneipen und Cafés. Wer frisch geimpft, genesen oder getestet ist, kann von der Maskenpflicht befreit werden. Aus den Bundesländern kommt Kritik, auch an der Kommunikation des Bundesgesundheitsministers. Die Länder hätten natürlich viel früher eingebunden werden müssen ins Verfahren. Wir waren letzte Woche alle Gesundheitsministerinnen und Minister in Berlin mit Karl Lauterbach zusammen. Dann hat man uns gesagt, in Kürze ist also heute, das haben wir jetzt erfahren, gestern Abend schon stückchenweise aus den Medien was entnommen. Das ist ehrlicherweise nicht ein Umgang auf Augenhöhe mit den Ländern. Auch bei Ihnen ging es um Augenhöhe. Die Gespräche zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann waren zäh und langwierig. Team Vorsicht gegen Team Freiheit. Alle diese Dinge, die man unter dem Begriff Lockdown versteht, Ausgangssperren, Betriebsschließungen, Schulschließungen, all diese Dinge halten wir nicht mehr für angemessen. Karl Lauterbach drängelte, machte keine Pause und verkündet nun den Kompromiss ausgerechnet in der Woche, in der Kollege Buschmann Urlaub macht. Herr Buschmann wollte Urlaub machen und ich hatte ja schon angekündigt, dass es für mich vielleicht bis auf eine Woche oder so, ich weiß es noch nicht, also keinen Urlaub diesmal geben kann. In Eschweiler haben sie ganz andere Sorgen, dass am Ende doch wieder jeder macht, was er will. Wenn wir jetzt Maßnahmen bekommen, das sind Politiker, die die treffen, dann würde ich mir sehr wünschen, dass die dann auch wirklich einheitlich umgesetzt werden. Das wäre mal ein ganz neuer Schritt in 2,5 Jahren Corona-Pandemie. Doch ob das so kommt, ist heute alles andere als sicher. Und zugeschaltet ist mir der Bundesjustizminister Marco Buschmann. Guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Buhl. Karl Lauterbach sieht das Land für den Herbst gerüstet. Sie auch? Ja, selbstverständlich. Wir schützen Einrichtungen, wo besonders viele vulnerable Menschen leben. Wir betreiben Vorsorge, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und was mir besonders wichtig ist, wir haben sehr verhältnismäßige Maßnahmen, denn im Kern geht es um eine fein abgestufte Maskenpflicht plus die Fortsetzung unserer Hotspot-Regel. Also dann, wenn eine ganz konkrete Gefahr vorliegt, dann kann auch mehr getan werden. Damit haben wir im Sommer gute Erfahrungen gemacht. Sie haben wochenlang verhandelt. Das Gesetz sollte ja eigentlich schon längst durch sein. Sie als Liberaler wollten möglichst wenig Einschränkungen, Ihr Kollege Lauterbach möglichst wenig Risiko. Wie schwierig war denn die Einigung? Also wir haben sehr professionell, sehr ergebnisorientiert und ja auch sehr diskret verhandelt. Eins möchte ich korrigieren. Wir befinden uns absolut im Fahrplan, den ich schon vor Monaten angekündigt habe.
Wir hatten Ende Juni den Bericht des Evaluationsgremiums. Wir haben dann immer gesagt, dass wir im Juli innerhalb der Bundesregierung ein Konzept erstellen werden. Das haben wir getan und dass wir Anfang August in den Dialog mit den Ländern eintreten. Das haben wir heute begonnen. Das heißt, wir liegen vollständig im Zeitplan. Aber bundesweit soll es kaum Schutzmaßnahmen geben, wenn man den Plan anschaut. Keine Lockdowns, Ausgangssperren, Schulschließungen mehr, nur Maskenpflicht im Fernverkehr und zusätzlich eine Testpflicht in medizinischen Einrichtungen. Reicht das wirklich? Wir denken, dass reicht, denn das Land ist ja in einem viel besseren Zustand als noch vor einem Jahr. Sehr viele Menschen sind geimpft, viele Menschen hatten auch schon Kontakt mit dem Virus, ihr Immunsystem ist gestärkt und wir haben sehr gute Medikamente wie Paxlovid. Und wenn die Länder darüber hinaus es für notwendig halten, beispielsweise im ÖPNV Maskenpflichten einzuführen, dann können sie das tun. Je nach Lage vor Ort. Das heißt, wir haben hier ein flexibles Instrumentarium. Aber Sie sagen es gerade, die Länder, alle weiteren Maßnahmen schieben Sie in die Verantwortung der Länder. Wären denn bundeseinheitliche Regelungen nicht besser gewesen, auch um diese dauernden Debatten über die Anwendung zu vermeiden? Stichwort Flickenteppich? Ach, schauen Sie, die Länder haben sich einen Instrumentenkasten gewünscht. Sie bekommen jetzt einen Instrumentenkasten, der sehr maßvoll ist, also beispielsweise, wenn Sie das wollen, Sie müssen das nicht, können Sie Maskenpflichten in Innenräumen anordnen, allerdings mit verpflichtenden Rückausnahmen. Das heißt, selbst dort, wo die Länder das tun, wird es die Möglichkeit geben, auch ohne Maske im Sport zu trainieren, beispielsweise, wenn man einen Test vorlegt. Und, aber Kritik so, kommt ja aus Baden-Württemberg, vom Landesgesundheitsminister, Kritik kommt vom Gesundheitsminister aus Bayern, denen die Kriterien nicht ausreichen, weil es eben noch keine gibt. Also wie wollen Sie da vorgehen? Scheinbar wissen die Länder ja nicht Bescheid, wie sie vorgehen sollen. Nein, also die Länder haben sich einen Instrumentenkasten gewünscht. Die Länder haben mehr als 2 Jahre Erfahrung bei der Bekämpfung mit der Pandemie. Und die Länder müssen natürlich je nach Lage vor Ort Entscheidungen treffen, weil das Pandemiegeschehen auch unterschiedlich ist. Diesen Instrumentenkasten, diesen maßvollen Instrumentenkasten bekommen Sie jetzt. Damit können Sie arbeiten, je nach Lage vor Ort. Okay. Und die Kriterien sind auch im Gesetz hinterlegt. Also, dass es beispielsweise ja um eine Verhinderung beispielsweise von Ausfall von Präsenzunterricht geht, dass es um die Abwehr einer Gefahr für die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitssystems geht. Also das sind die Kriterien, glaube ich, auch breite gesellschaftliche Akzeptanz haben. Aber können Sie die vielleicht konkretisieren? Sie schreiben in der Pressemeldung anhand bestimmter gesetzlich geregelter Indikatoren. Welche sollen denn das sein? Also wir müssen ja 2 Dinge unterscheiden. Wir haben einmal die allgemeine Vorsorge von Oktober bis April. Da können die Länder mit der modifizierten Maskenpflicht arbeiten, wenn sie das für notwendig halten. Wie gesagt, ganz wichtig ist, es gibt dort Rückausnahmen. Das heißt, auch in Zukunft können junge Menschen auch ohne Maske tanzen gehen oder trainieren gehen, wenn sie beispielsweise einen tagesaktuellen Test haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Maßnahme auch verhältnismäßig auszugestalten. Und dann gibt es, wie in der jetzigen Hotspot-Regelung auch, die Regelung, wenn es eine konkrete Gefahr für die Überforderung, die Überlastung des Gesundheitssystems beispielsweise gibt und der Landtag dieses feststellt, dann können die Länder gewisse andere Maßnahmen machen und die Kriterien dafür sind im Gesetz auch festgelegt, beispielsweise die Anzahl der freien Betten, die Anzahl der schweren Fälle auf den Intensivstationen und die Dynamik. Wir haben eine ganze Reihe neuer Daten ja auch zur Verfügung, die Abwasserscreenings, all das stellen wir den Ländern zur Verfügung. Und aus der Gesamtschau dieser Indikatoren muss dann beurteilt werden, ob eine konkrete Gefahr vorliegt. Dieser Begriff ist lange bewährt aus dem Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, gute Verwaltungsjuristen wissen etwas damit anzufangen. Bei uns soll ja im Herbst zumindest in einigen Bereichen die Maskenpflicht ja wieder gelten, während in Österreich nun sogar Infizierte wieder zur Arbeit dürfen. Am Ende der Isolationspflicht haben Sie jetzt nicht gerüttelt. Haben Sie da als liberaler Justizminister nicht andere Vorstellungen? Wir haben das Thema der Isolations- und Quarantänepflicht in diesem Paket ausdrücklich nicht behandelt. Ich als Justizminister kann mir natürlich dort mehr Freiräume vorstellen, aber wir in der Bundesregierung haben das jetzt ausgeklammert.
Das werden wir im weiteren Verlaufe sehen, wie sich die Debatte entwickelt. Hier ist es ja so, dass die Länder gefragt sind. Und wenn die Länder sich hier einheitliche Regelungen wünschen oder wenn es hier eine Debatte gibt, mehr Spielräume zu eröffnen, dann werde ich dem sicherlich nicht im Wege stehen. Bundesjustizminister Marco Buschmann, vielen Dank für das Gespräch. Klinikum Darmstadt. 2,5 Jahre ist Dietmar Schneider vom Virus verschont geblieben. Nun hat ihn Omikron doch erwischt. Nur knapp hat der chronisch Lungenkranke die Infektion überlebt. Ich bin froh, dass ich hier bin und es noch geschafft habe, dass es dann anders da ausgegangen ist. Sie werden wahrscheinlich auch noch abhusten. Das kann auch bräunlich verfärbt sein, nur dass Sie sich nicht erschrecken. Ja, aber es kann Blut gefallen. Gut. Dietmar Schneider ist für Dr. Cihan Çelik einer von Dutzenden PatientInnen auf der Corona-Station. Es gibt kaum noch Platz für weitere. Genau. Wir sind bei 32. Einen haben wir gerade ins Alice freundlicherweise verlegt. Aber die sind auch voll, die konnten nur einen nehmen, morgen können die auch einen nehmen. Zwei große Probleme treffen hier aufeinander. Die steigende Zahl an Corona-PatientInnen und ein hoher Krankenstand des Personals. Mit 3 freien Betten geht's nicht am Wochenende, wir werden volllaufen. Der Arzt ist seit 11 Tagen am Stück im Einsatz. Und so wie es aussieht, wird er auch morgen nicht frei haben. Oh Mann. Allein im Juli sind 2.783 Menschen in Deutschland an und mit Corona gestorben, so das RKI. Das sind fast 90 am Tag. Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund, erklärt, trotz vieler glimpflich verlaufender Corona-Infektionen darf das Virus nicht unterschätzt werden. Was man nicht aus dem Auge verlieren dürfte, ist, dass es auch Menschen gibt, die immer noch ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Also gerade die Älteren, gerade Leute mit geschwächtem Immunsystem. Die sind vielleicht geimpft, da hat die Impfung aber nicht so gut funktioniert durch die Immunschwäche. Und dann haben sie keinen guten Schutz. Und wenn sie sich dann infizieren, können sie immer noch einen schweren Verlauf haben. Und wir sehen ja aktuell, dass immer noch Menschen an Corona auch versterben. Eine enorme zusätzliche Belastung, die kaum noch zu stemmen ist. Das Krankenhaus ist ja sowieso zu 100% in der Arbeit ausgelastet. Die Frage ist nur, wie diese 100% verteilt werden. Und es ist einfach nicht anders möglich, als den restlichen Betrieb runterzufahren und den Covid-Betrieb damit zu bestücken. Was wird uns jetzt im Herbst und Winter erwarten? Wie wird sich das Virus entwickeln? Einen Blick in die Zukunft liefern Modellierer der Technischen Universität Berlin. Anhand von Berechnungen gehen sie von 3 möglichen Szenarien aus. Bei dem für uns eher günstigen Szenario bleibt alles, wie es derzeit ist. Zwar steigen die Inzidenzen, weil das Leben häufiger in Innenräumen stattfindet, ins Krankenhaus müssen aber nur wenige. Beim mittleren Szenario gibt es eine neue Virusvariante. Gegen diese sind die Menschen weniger immun und sie verbreitet sich dadurch schneller. Weil sich insgesamt mehr Menschen infizieren, müssen auch insgesamt mehr Menschen ins Krankenhaus. Obwohl die Variante im Schnitt nicht häufiger schwere Verläufe auslöst. Beim ungünstigen Szenario entwickelt sich ebenfalls eine neue Variante. Diese löst häufiger schwere Verläufe aus. Die Hospitalisierungsrate steigt deutlich an, die Krankenhäuser kommen schnell an ihre Belastungsgrenze. Modellierer Kai Nagel hat diese Szenarien unter anderem für die Bundesregierung erstellt. Dass wir glimpflich durch Herbst und Winter kommen, hält er für unwahrscheinlich. Naja, ich glaube schon, dass dieses schlechte Szenario im Raum steht. Also, dass wir das hohe Infektionsgeschehen kriegen zusammen mit der hohen Krankheitslast. Und das heißt also, wir sollten dann dazu in der Lage sein, sehr schnell zu sagen, okay, Maßnahmen A, B, C, D, E werden dagegen in Anschlag gebracht. Also da werden wir auch nicht viel Zeit haben. Also die Politik sollte sich auf das schlechte Szenario vorbereiten. Ich halte das für plausibel, ja. Gestern stellte die Bundesregierung nun den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vor. Ihr Werkzeugkasten für den Pandemiewinter. Aus der Sicht der Wissenschaft ist das ein guter Kompromiss. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich im Herbst mit einer sehr ansteckenden Variante zu tun haben werden. Wir wissen, dass wir gute Impfstoffe haben werden gegen diese Variante. Wir wissen, dass wir gute Medikamente haben. Wir wissen aber auch, dass wir ohne Masken es nicht schaffen werden.
Ab dem 1. Oktober soll in allen Bundesländern eine Maskenpflicht in Flugzeugen, öffentlichem Fernverkehr, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Die Länder haben darüber hinaus die Möglichkeit, Maskenpflicht auch bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen durchzusetzen. Menschen mit negativem Testnachweis, aktuellem Impf- oder Genesenennachweis sind davon aber ausgenommen. Auch Mindestabstand, Hygiene- und Lüftungskonzepte können unter anderem angeordnet werden. Vor allem, wenn die Lage dramatischer wird, sollen die Länder schnell reagieren und noch schärfere Maßnahmen ergreifen können, sagt FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann. Zum Beispiel, wenn dem Gesundheitssystem Überlastung droht. Wenn es eine konkrete Gefahr gibt, wenn dort also die Funktionsfähigkeit konkret gefährdet ist und der Landtag das feststellt, dann können die Länder zu zusätzlichen Maßnahmen greifen. Allerdings, das Entscheidende steht nicht im Infektionsschutzgesetz. Grenzwerte, die festlegen, wann strengere Maßnahmen von den Ländern angeordnet werden dürfen. Damit lasse die Bundesregierung die Länder wieder einmal im Regen stehen, sagt Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin. Sie beobachtet die Pandemiepolitik für die Süddeutsche Zeitung. Es ist absolut feige, dass die Regierung sich hier gedrückt hat, davor Grenzwerte in diesen Gesetzesentwurf zu schreiben. Denn natürlich sind manche Grenzwerte immanent wichtig. Und das ist zum Beispiel die Zahl der belegbaren Intensivbetten. Und darum wäre es wichtig zu sagen, wenn da ein Grenzwert unterschritten wird und es wirklich kritisch wird auf den Intensivstationen, dann müssen diese und jene Maßnahmen greifen. Und zwar schnell. Also bei dem ungünstigen Szenario muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das sehr schnell gehen würde. Und dann hat man tatsächlich nicht viel Zeit zu reagieren, also irgendwas in der Größenordnung von 2 Wochen. Doch schnelles Handeln ist schwierig. Die Länder müssen Maßnahmen von ihren Parlamenten absegnen lassen. Das kritisiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Ich glaube, dass wir wieder einen Flickenteppich kriegen werden und wo die Rechtsunsicherheit tatsächlich nach wie vor gegeben ist. Und von daher, glaube ich, müssen wir da schon nochmal in die Diskussion gehen über die Frage der Einheitlichkeit und der Kriterien insgesamt. Letztlich, so Klaus Holleczek, habe die Bundesregierung es nicht geschafft, den Werkzeugkasten ausreichend zu bestücken. Ich meine, das hat man doch im Vorfeld gesehen, wie das geknirscht hat. Da kann man noch so über die gute Atmosphäre schwärmen. Hinter den Türen war doch klar zu vernehmen, dass zwischen der FDP und dem Bundesgesundheitsminister da keine Einigkeit war. In der FDP gehen nämlich einige davon aus, dass die Pandemie inzwischen beherrschbar ist. Etwa ihr gesundheitspolitischer Sprecher Andrew Ullmann. Die Modelle, die eine gefährliche Entwicklung prognostizieren, überzeugen ihn nicht. Modellierer haben nicht die Kristallkugel, um eine Vorhersage seriös eigentlich auch zu treffen, was eigentlich passieren wird oder was nicht passieren wird. Woher nehmen Sie Ihre Annahme, dass es glimpflich ablaufen wird? Das ist eigentlich die Erfahrung aus der Menschheitsgeschichte. Wenn Pandemien stattgefunden haben, haben wir ja gesehen, dass sobald die gesamte Bevölkerung durchimmunisiert sind durch Infektionen, die auch leider mit sehr vielen Todesfällen auch einhergeht, dass eine Pandemie dann abflacht und dann endemisch wird oder gar vollständig verschwindet. Die FDP ist aus meiner Sicht wirklich ein furchtbarer Bremsklotz und leider auch ein Verharmloser der Lage. Mit einer vernünftigen Pandemiepolitik kann man tatsächlich Menschenleben retten. Und dieser Rolle wird die FDP nicht gerecht. Aber wird die SPD ihrer Rolle gerecht? Schließlich hat sie mit Lauterbach einen Gesundheitsminister ins Rennen geschickt, der sich als Arzt, Epidemiologe und Verfechter strenger Maßnahmen hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung erworben hatte. Ich sehe es grundsätzlich so, dass sich die FDP gerade in der Corona-Politik bislang extrem stark durchgesetzt hat. Und es ist natürlich eigentlich so, dass der Gesundheitsminister Gesundheitsminister wurde, weil das tatsächlich einen so großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Und von daher finde ich es sehr schwierig, dass er sich da offenbar mit diesen Positionen so schlecht durchsetzen kann. Die Politik setzt wieder einmal auf die Vernunft der Bevölkerung. Und das in einer Zeit, in der viele glauben, die Pandemie sei vorbei.